Wechselrichter, die mit ihren Aufgaben wachsen. Und dazu aus Deutschland. Das klingt spannend. Was sich dahinter verbirgt, das erfahren wir jetzt. Herr Henn, dass Installateure mit ihren Aufgaben wachsen, das ist bekannt. Jetzt wachsen auch die Wechselrichter. Was verbirgt sich dahinter? Ja, das kann ich Ihnen mit zwei Punkten erklären. Also einmal wächst unser Wechselrichter in der Leistung. Das heißt, er ist jetzt in der gleichen Gehäusegröße bis 20 kW verfügbar. Vorher ging der bis 10 kW. Das ist das erste Argument. Und das zweite ist, jeder Wechselrichter für sich selber lässt sich auch nochmal in zwei Leistungsstufen upgraden. Das heißt, das Gerät in seiner Grundeinheit hat zum Beispiel 8,5 kW und kann dann durch eine Softwareaktivierung auf 10 oder auf 12,5 kW erweitert werden. Aha. Ich habe ja auch gelernt in der Vorbereitung, dass es nicht nur eine Erweiterung in der Leistung gibt, sondern man kann die jetzt im Prinzip auch völlig frei je nach Anwendung einsetzen. Also ob das Stringwechselrichter sind oder Hybridwechselrichter. Vielleicht können Sie mir dazu noch was erläutern. Das ist eines der Themen, wo wir als Kostal sehr unique sind. Wir können die Geräte, oder der Handwerker kann die Geräte bedarfsgerecht konfigurieren. Das heißt, jeder Wechselrichter ist in der Baureihe Plenticore als Standard-Solarwechselrichter ausgeliefert. Und er kann eine Aktivität als Hybridwechselrichter freigeschaltet werden oder als reiner Batteriewechselrichter. Das heißt, der Handwerker konfiguriert das Produkt, was er bereits gekauft hat, vor der Installation für seine Bedürfnisse. Und somit schaffen wir es, aus drei Grundgeräten in Summe 27 Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen. Das Universal-Genie schlechthin. Wie schaltet man die Funktion frei? Muss ich da was schrauben oder Nein, wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben da natürlich, heute redet man immer über Digitalisierung. Das heißt, der Prozess läuft voll digital. Der Kunde kann mit seinem Handy die Inbetriebnahme komplett durchführen und kann diese Freischaltung dann über eine Verbindung mit unserem Webshop vornehmen und sich die entsprechenden Codes dann einlösen und macht das im Vorbeigehen quasi. Aha. Sie haben ja viel Geld in die Hand genommen in den letzten Jahren, die Fertigung in Deutschland auszubauen. Ja? Warum? Können sowas asiatische Zulieferer nicht fertigen oder was ist Ihre Philosophie bei Kostal? Also unsere Philosophie dahinter ist, also einmal sind wir überzeugt, dass wir auch am Standort Deutschland wettbewerbsfähig sind. Wir sind ja eingebettet in einen großen Automotive-Konzern, haben doch sehr starke automatisierte Prozesse. Und der Vorteil, den wir haben, ist halt, wir haben die Entwicklungsmannschaft und die Produktion direkt beieinander, was auch sehr gute Synergien hervorruft. Und wir scheuen da den Wettbewerb nicht. Und wir wissen auch, dass es für unsere Kunden wichtig ist, dass sie ein Produkt aus Deutschland kriegen, weil das ist die Schaltzentrale, das ist das Herz und die Intelligenz der PV-Anlage mit der Anbindung in die IT-Infrastruktur. Von daher glauben wir, dass das für Kostal eine sehr, sehr gute Entscheidung ist und auch für unsere Kunden. Aha. Letzte Frage, ist das schon lieferbar? Ja, die Wechselrichter sind lieferbar. Also wir fangen gestuft an. Wir haben die größte Baugröße, heißt bei uns Baugröße L, im Mai, Juni schon bei unseren Großhändlern bestückt. Die mittlere Baugröße ist aktuell in der Bestückung. Das heißt, sie ist beim Großhandel vorrätig. Und die kleinste Baugröße wird im Juli die Lagerbestückung durchgeführt. Das heißt, das Produkt ist im Handel verfügbar. Aha. Dann darf ich mich bedanken, Herr Henn. Ich wünsche eine gute Messe. Heute ist ja wieder die Hölle los. Ja. Und wenn Sie mehr wissen wollen über den neuen Plenticore G3, dann gehen Sie bitte hier auf die Webseite.